Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer mit dem Raccoon. Hallo. Genau, und mir, meiner Wenigkeit. Ja, wir wollen in dieser Folge mal schön Rüben ernten. Mal ein bisschen wegkommen von den ganzen Schaufeln. Und Co. Ja. Da ist auch schon der Raccoon gekommen. Genau, dann würde ich sagen, fange ich mal einfach an. Und starte. Folge die unauffällig. Tun sie das? Du erntest gar nicht. Das fällt mir jetzt auch irgendwie gerade auf. Ach, das ist noch gar nicht bereit. Genau. Scheiße. Fahr du erstmal vor, Kumpel. Fahren Sie nicht zu schnell. Dann stell mal die Zeit hoch. Was soll ich tun? Die Zeit hochstellen. Ich bin ja ein bisschen taub. So. Ist es Ihnen so recht? Danke. Warum will der denn nicht ernten? Muss ich irgendwas noch aktivieren? Nein, nein, das ist noch nicht erntereif einfach. Ach so, ich dachte, das wäre schon... Oh, da kann ich ja die Zeit gerade ganz hochstellen. So. Na, war auch schon schöne Ernte, so jetzt hier. Ja. Wer sich hier nach wie vor fragt, auf welcher Map wir spielen auf der Map Südhämmern. Südhämmern, genau. Der Link ist unten in der Beschreibung, wie immer. Könnt ihr kostenlos downloaden bei Modhoster. Und ja. Immer noch nicht. Meine Güte. Das dauert hier noch einen Augenblick. Ja. Also hier ist ja dann der Hänger, wo wir dann abtanken. Ja. Wollen wir so versetzt nebeneinander fahren? Ja, würde ich auch sagen. Oma. Ja, was soll das denn jetzt wieder bedeuten? Alter, ich hab's noch Lex grad. Lex, meine Damen und Herren, lecken. Echt. Immer schön zweideutig denken. Ich blende sie. Alter, wasch mal deine Hose, ey. Die sieht ja mal so richtig dreckig aus. Nee, das will ich nicht. Ich bin Bauer. Jetzt kletter ich auf dem Hochsitz hoch. Ja, der Raccoon kann nie ohne Mist aufhören. Ich hoffe mal, dass das Ding irgendwann mal reif wird hier. Welches Feld ist denn das hier? Das ist Feld 13. Das ist in der letzten Wachstumsstufe. Und ich sehe gerade, Feld 45 und Feld 46 ist ebenfalls reif.
46, da fehlt uns noch ein Mods und 45? es war jetzt. Das sollten wir dann auch bei Gelegenheit jetzt mal ernten. Ist alles grün. Also, macht Zeit. Ajo, genau. Haben wir noch Zeit. Also, haben noch Zeit. Ja. Der Mais hier verdorrt uns aber fast. Das ist schlecht. Naja, wir haben so viel davon. Na, wirst du. Wir machen mal ein kurzes Cut, bis hier das Ganze ausgereift ist und hören uns so gleich wieder. Also eine kurze Pause. Geht für euch gleich sofort weiter. Sieht aus wie Salat. Was? Jetzt, ah, jetzt sind sie reif. Ja. Ja, jetzt sind sie reif. Ja, und dann sind wir auch gerade ganz pünktlich hier wieder online, natürlich für euch. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Hoppala, jetzt bin ich gerade wieder ausgestiegen. Moment, dann tue ich mal hier gerade switchen. Sind sie doch, oder? Ja, bei mir erntet er schon. Mann, ist das Feld aber auch groß hier. Oh ja, das ist sehr schnell geerntet mit zwei. Ich hab so eins alleine mal gemacht. Ja, ich auch schon mal. Danach hätte ich ein paar Tage keine Lust mehr auf LS. Ja, es geht einem genauso. Irgendwann hast du die Schnauze voll davon. Viele Stunden hast du eigentlich schon so gespielt? Bestimmt schon um die 100 oder so. Ich habe das Spiel ja nicht auf Steam, ich hab's ja in der Box-Version, normale Version, unabhängig von Steam. Ich sag da jetzt nichts. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Also meine Spielzeit, ja, also. Oh, Ja, das wollen wir erst gar nicht wissen. Sagen wir so etwas mehr als deine 100 Stunden. Dann würde ich sagen, ich mache hier oben den Teil und du machst da unten den Teil weiter. Ja. Uah, scheiße, jetzt habe ich gerade wieder die Hälfte liegen lassen. Wie schnell wir hier schon so viel geerntet haben. Ja. Aber ich glaube, irgendwie ist das Feld nicht gedüngt. Stimmt. Ich habe nämlich jetzt gerade mal 4 Tonnen drin. Bei anderthalb Bahn. Ich habe gerade mal 5 Tonnen. Sollten wir es lieber nochmal düngen? Ich weiß nicht. Ich fahre die Bahn zu Ende und dann dünge ich's. Dann warte ich mal so lange. Nein.
Amerika, ja. Der Dünger müsste auf dem Hof stehen und einer müsste noch beim Shop stehen. Dünger. Ah, nein. Auch. Bleibt denn der Raccoon jetzt schon wieder? Ey, wo steht denn der? Der müsste irgendwo sein. Nur beim Händler, glaube ich. Dann guck mal. Naja, ich porten. Ja, dann guck mal. Ja, na, wird's heute noch mal was? Wir unterbrechen mal kurz nochmal, bis der Raccoon wieder da ist. So, hier sind wir wieder. Der Raccoon ist angekommen. So halbwegs. Da ist er, ja. Hallo. Kannst ja bei mir auf der Seite anfangen, damit ich weitermachen kann. Ich glaube, den kann man auch noch senken, oder? Ach, so geht's. Okay. Nee, ist noch gar nicht gedüngt. Ja. Jetzt sehen die Pflanzen auf einmal viel größer aus, fällt mir auf. Ist das normal? Die Pflanzen sehen jetzt kommen irgendwie größer vor. Sieht grüner aus. Ja. Ja, das bewirkt halt der Dünger. Aha. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier ohne Ränder dünge. Ja, ist ja gar nicht mal so schlimm. Er hat, glaube ich, paar 30 Meter Arbeitsbreite. Das reicht doch locker. Ich kann ja schon mal anfangen. So, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt schön fleißig unter die Kommentare, was wie wir machen sollen oder eure Kritik. Da könnt ihr auch mal schreiben, was wir jetzt so machen sollen. Ja, genau. Und dann, und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann solltet ihr den Kanal dringendst abonnieren. Und ja, verabschieden wir uns von uns. Und sehen uns zum nächsten Teil weiter mit Rüben ernten. Ciao, ciao, Tschüss. bis übermorgen praktisch gesehen. Die kommen ja alle 2 Tage. Und die Singleplayer auch alle 2 Tage. So wechselt sich das immer ab. Und dann tschüss.